Herzlich willkommen hier bei World Tech Update. Mein Name ist Nick Barber und wir berichten heute von Steve Ballmer und seinen Ideen zu Cloud Computing, den neuen Körperscannern am Bostoner Flughafen und dem Verkaufsstart von Apples iPad. Zunächst gibt es aber Neues aus dem Bereich 3D-Fernseher. Die Hersteller Samsung, Sony, Panasonic und LG haben alle neue Geräte angekündigt. Ab Juni will Sony weltweit 3D-TV-Geräte auf den Markt bringen. Die Modelle mit 40 und 46 Zoll Bilddiagonale werden mit zwei 3D-Brillen ausgeliefert. Kosten sollen sie um die 2.200 Euro. Samsung liefert seine neuen 3D-Fernseher bereits aus. Die Geräte mit Bilddiagonalen von 19 bis 65 Zoll sind ab April bzw. Mai erhältlich. Das 40-Zoll-Modell kostet 1.500, das 55-Zoll-Modell rund 3.600 Euro. Der erste Panasonic Viera 3D-Fernseher ging bereits für rund 2.100 Euro über die Ladentheke. Ob sich 3D im TV-Bereich durchsetzen wird, steht noch in den Sternen. Denn bislang sind die Inhalte eher rar. Trotzdem plant Sony für seine PlayStation ein Firmware-Upgrade, das 3D-Unterstützung bringt. Jeder Sony-Fernseher wird mit einem Converter ausgestattet, der ein 2D-Bild in Echtzeit in 3D umwandelt. Bisher müssen Zuschauer für die 3D-Darstellung spezielle Brillen tragen. Auf der CeBIT wurden einige Projekte vorgestellt, die ohne Brillen auskommen. Die Brillen filtern das 3D-Bild in je ein stereoskopisches Halbbild für das linke und das rechte Auge. Nur so nimmt der Mensch den 3D-Effekt wahr. Die Sunny Ocean Studios aus Singapur stellten einen Bildschirm vor, bei dem diese Arbeit ein Panel vor dem Display erledigt. Diese Technik gibt es zwar schon länger, allerdings musste man für den 3D-Effekt in einer bestimmten Position vor dem Gerät sitzen. Beim Modell aus Singapur kann man die 3D-Darstellung aus 64 möglichen Blickwinkeln verfolgen. Besonders beeindruckend war das Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts. Hier kommen sehr kleine, zylindrische Linsen zum Einsatz. Sie trennen die beiden Bilder, die auf einem normalen Flat-Bildschirm dargestellt werden, und geben sie direkt an das jeweilige Auge wieder. Zwei Kameras beobachten den Nutzer und richten die 3D-Ansicht aus, sodass er immer ein räumliches Bild wahrnimmt. Infrarotkameras oberhalb des Displays registrieren außerdem Handgesten. Nutzer können so Objekte auf dem Bildschirm kontrollieren und Software steuern, ohne das Display berühren zu müssen. Über die Marktreife des Forschungsprojekts gab es keine Informationen. In einem Vortrag an der Universität von Washington sagte Microsoft-Chef Steve Ballmer, Cloud Computing habe große Bedeutung für das Unternehmen. Die IT-Industrie entwickele sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und überwinde immer neue Grenzen. Cloud Computing sei ein Teil dieses Fortschritts und Microsoft setze voll auf diesen Trend. Ballmer sagte, bereits jetzt arbeiten 70% der 40.000 Microsoft-Beschäftigten an Dingen, die mit Cloud Computing zu tun hätten. Nächstes Jahr sollen es bereits 90% sein. An den Flughäfen von Chicago und Boston gibt es bereits die neuen Ganzkörperscanner, die dem amerikanischen Heimatschutzministerium bei der Terrorbekämpfung helfen sollen. Bislang war der Einsatz der Geräte am Widerstand von Bürgerrechtlern gescheitert, die die Scans als Strip-Untersuchungen verurteilt hatten. Die Scanner arbeiten mit der sogenannten Advanced Imaging Technology, die Passagiere auf Waffen, Sprengsätze oder unter der Kleidung versteckte Objekte durchsucht. Ein Vertreter des Heimatschutzministeriums versuchte, die Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre zu zerstreuen. So soll der untersuchte Beamte das Scannerbild nicht sehen können. Die Person vor dem Bildschirm sei nicht direkt vor Ort. Außerdem würde das Bild nicht gespeichert, übertragen oder ausgedruckt. Nach der Begutachtung werde es sofort gelöscht. Teile des Bildes, zum Beispiel Gesichter, würden unkenntlich gemacht. Die Strahlung der Scanner entspräche in etwa dem, was Reisende während eines Fluges in einer Höhe von 30.000 Fuß für 2 Minuten ausgesetzt seien. Bis Ende 2010 sollen in den USA 450 Scanner installiert werden. An equivalent to what a passenger would experience in an aircraft for 2 minutes at 30,000 feet. 450 total AIT units will be installed across the US by the end of the year. Und nun die Kurznachrichten. Apple hat angekündigt, sein WLAN-fähiges iPad am 3. April in den USA in den Handel zu bringen. Das 3G-Modell und der weltweite Verkauf starten Ende April. US-Kunden können beide Modelle bereits seit 12. März vorbestellen.
20 Jahre nach dem ersten Final Fantasy startete in Amerika nun die 13. Auflage der Spieleserie. Und zwar erstmals gleichzeitig auf der PlayStation 3 und der Xbox 360. Bereits im Dezember wurde das Spiel mit großem Brimborium auf dem japanischen Markt eingeführt. Das MIT Media Lab hat diese Woche sein neues, 90 Millionen US-Dollar teures Gebäude eröffnet. Der Bau besteht innen wie außen hauptsächlich aus Glas und wirkt dadurch sehr offen. Die Entwickler hoffen, Studenten, Professoren und Forscher so zu mehr Zusammenarbeit zu bewegen. Mitchell Resnick: Das Gebäude ist wie ein großer Kindergarten. Und das ist jetzt nicht als Beleidigung für Kindergärten gedacht, sondern als großes Kompliment. Wir wollen, dass die Leute hier im Media Lab kreativ zusammenarbeiten, so wie Kinder spielerisch miteinander umgehen und lernen. So entsteht sehr kreative, innovative Arbeit. Der Komplex umfasst 7 Labors, die sich alle auf verschiedene Bereiche der Medientechnologie konzentrieren. Gegründet wurde das Lab von Nicolas Negroponte zusammen mit MIT-Präsident Jerome Weissner. Negroponte wurde durch die Initiative One Laptop per Child bekannt. Und das war es auch schon für diese Woche. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Neben aktuellen Tech-News berichten wir über einen Roboterwettbewerb. Was Sie sonst noch nächste Woche erwartet, erfahren Sie über Facebook und Twitter. Mein Name ist Nick Barber und ich bedanke mich im Namen des IDG-Teams für Ihr Interesse.